Montagmorgen in Ruchheim bei Ludwigshafen. Ronny und Marcel von der Autobahnpolizei kontrollieren heute Lkw und Reisebusse. Ja, also wir sind jetzt auf dem Weg auf die A61. Es ist relativ viel auch Schwerlastverkehr unterwegs, also LKWs. Es gibt oftmals Staus. Ja, Highlights, sage ich mal, es sind viele Reisebusse auf der Strecke eben unterwegs, die aus Richtung Baden-Württemberg, Bayern, dann in Richtung Frankreich weiterfahren. Da wird die Strecke auch sehr oft von den Reisebussen eben benutzt und ja, das macht sie eben für uns interessant. Nach wenigen Minuten entdeckt Marcel einen Bus auf dem Standstreifen. Mal kurz den Anblick an. Ja, was ist denn mit dem Bus hinaus? Auf dem Standstreifen. Keine Ahnung, ich habe es jetzt gar nicht gesehen. Aber wir drehen mal, wir fahren noch mal. Der Bus steht auf dem Standstreifen. Das ist nicht nur für andere Verkehrsteilnehmer, sondern auch für die Passagiere sehr gefährlich. Ronny und Marcel vermuten eine Panne und wollen helfen. Servus, was sind das? Das ist Kühlwasser. Ja. Kühlwasser? Ja. Gerade eben Kühler geplatzt? Ja, da haben wir passiert. Oh, was? Kühlflüssigkeit. Das ist schön, das ist Ölwasser. Ja, ich. Ja. Schaffen Sie es noch auf dem Parkplatz, wenn wir die Sperre aufmachen? Ja. Nein, weil. Okay, dann müssen wir. Läuft der immer noch? Läuft immer noch raus, ja? Ja, der läuft. Brauchen wir eine Feuerwehr. Sollen sie sauber machen? Ja, wir machen für 80. Ja, du, wir sind jetzt hier auf der 61 in Fahrtrichtung Süden. In der Ausfahrtsspur zum Parkplatz Bobelach steht ein defekter Reisebus. Bei dem hat es irgendwie die Kühlleitung zerrissen. Da läuft jetzt Kühlflüssigkeit aus. Da bräuchte man mal die Feuerwehr zum Binden der Kühlflüssigkeit, bitte. Ja, ja, also man sieht, dass jetzt hier Betriebsstoffe auslaufen. Es ist, also es ist kein Öl, es scheint, also auch laut Fahrer ist das Kühlflüssigkeit. Und man sieht auch immer noch, dass es immer noch ausläuft. Deswegen haben wir jetzt auch die Feuerwehr verständigt, weil das läuft ja alles hier rüber an den Grünstreifen da rein und es sickert in die Erde und das ist natürlich dann auch für die Umwelt eine Gefahr. Ja. Das ist so ein Airport-Shuttle. Es sind auch noch Fahrgäste im Bus. Das heißt, wir müssen jetzt auch noch schauen, dass wir entsprechend unser Fahrzeug irgendwo dahinter postieren zur Absicherung. Weil, ich sag mal so, wenn jetzt irgendwo ein unaufmerksamer Autofahrer, das ist ja auch noch die Ausfahrt zum Parkplatz, unaufmerksamer Autofahrer, der nicht so drauf achtet und denkt, er kann hier rausfahren, dann vielleicht noch den Bus hinten drauf fährt und dann haben wir hier Verletzte. Das wäre schlecht. Der Flughafenbus war mit 47 Fahrgästen auf dem Weg vom Flughafen Frankfurt nach Straßburg. Marcel telefoniert mit dem Busunternehmer. Ist jetzt folgendes Problem. Der Bus steht kurz vor einem Parkplatz, kann aber nicht mehr weiterfahren. Wir würden jetzt gleich die ganzen Passagiere aus dem Bus rausbitten, vorne auf dem Parkplatz warten. Ihr bräuchtet einen Ersatzbus für die Passagiere. Nach wenigen Minuten gibt es eine Lösung. So, erklären Sie bitte den Fahrgästen, die mögen jetzt schon mal ihr Handgepäck nehmen. Ja. Noch sitzen bleiben. Wir sagen gleich Bescheid und dann sollen sie alle sauber in Reihe und Glied auf dem Standstreifen bis zum Parkplatz vorgehen. Aber wir geben das Startzeichen. Wir warten noch. Jetzt schon mal alles zusammenpacken. Wenn die Feuerwehr da ist, ja, okay. Sollen die Fahrgäste aussteigen. Wenn die Feuerwehr kommt. Genau. Ja. Die Feuerwehr stellt sich hinten dran, dass hier keiner reinfährt. Okay. Die Feuerwehr soll zuerst die Einsatzstelle mit ihren Fahrzeugen absichern. Anschließend können die Fahrgäste sicher aus dem Bus aussteigen. So, Feuerwehr ist da, also kommt gerade. Hallo. Hi. Servus. Dem hat es irgendwie Kühlflüssigkeit, ich weiß nicht was, zerrissen im Tank. Okay. Da ist jetzt ein bisschen was ausgelaufen, ein bisschen tropft es auch noch raus. So, ist der Bus leer? Oder? Nee, eben nicht. Wir haben gesagt, wir warten auf euch und wenn dann die alle da sind, tun wir die Fahrgäste davor begleiten. Ja, ja, okay. Ja?
drin ist alles noch aktiv. Das sollten wir mal. Das sind quasi während der Fahrt? Genau, ja, während der Fahrt, ja. Die Feuerwehr parkt hinter dem Bus und sichert so das Pannenfahrzeug ab. Das Wichtigste ist, dass jetzt erstmal die Personen da soweit in Sicherheit sind, dass da nichts passiert, und dann kümmern wir uns um alles Weitere. Ja, an der Seite, ja? Noch immer verliert der Bus Kühlflüssigkeit. Die Feuerwehrmänner sorgen dafür, dass nicht noch mehr auf die Straße läuft. Also wir werden es jetzt abstreuen, einfach, dass nichts mehr ins Erdreich reinläuft. Ja. Frage, der Bus muss logischerweise so stehen bleiben, weil der nämlich fahrbereit ist. Ja. Abschlepp und so weiter macht ihr oder macht der Fahrer selber? Das macht jetzt erst einmal der Fahrer selber. Die AM ist verständigt zum Absichern dann weiter. Bitte? Die AM ist verständigt. Ah, perfekt. Dann bleiben wir so lange da, bis wir genau, sehen. Genau, ja. 10 Minuten später. Noch immer sind nicht alle Fahrgäste auf dem Parkplatz. Einige von ihnen machen lieber Fotos vom kaputten Bus. Please. Marcel? Er ist der Letzte. Ja, ein bisschen mit schauen, weil die laufen hier rüber. Und ja, ja. Eher gaffen, statt sich in Sicherheit zu bringen. Was hat der Bus? Der verliert Kühlflüssigkeit, der Kühler ist geplatzt. Ach so. Please. Die Leute haben in der Hinsicht nicht das Gefühl für die Gefahr. Sie kennen es nicht, sie denken, da steht die Feuerwehr, das ist abgesperrt, dann ist schon alles in Ordnung. Manche haben es vielleicht auch nicht richtig verstanden. Und da muss man halt wie bei einem kleinen Kind hinten dran sein und gut ist. So, Ersatzbus ist auch schon da, das ist sehr gut. Hallo? Sie sind der Ersatz, ja? Ersatz, oder? Englisch, yes. You are for the one. Okay, I will open the place, then you can go inside the parking place. The passengers are waiting there, okay? Der neue Bus soll die Passagiere nach Straßburg bringen. Den defekten Bus bringt ein Abschlepper in die Werkstatt. So zumindest der Plan der Polizei. Doch der Fahrer hat andere Pläne. Ich bringe deine Papiere dann gleich. Hätte ich mit der Krieger noch Hilfe, in der Motor Kühlwasser nachfüllen. Wir werden Moment, Kühlwasser nachfüllen. Ja klar. Und dann kann ich so hier weiterfahren mit dem Bus. Ja, aber dann läuft da wieder Wasser raus. Ich probiere mal. Das ist ja Quatsch. Ja, wir können probieren, aber das ist ja Quatsch, da Wasser nachzufüllen. Ja. Marcel? Jetzt wollen Sie Wasser nachfüllen und mit dem Bus weiterfahren. Das ist doch Quatsch, dann läuft er wieder raus. Mit dem Bus? Ja. Geh mal gucken, ich hole mal seine Sachen und dann guck mal, was die da vorhaben. Die Autobahnpolizisten Ronny und Marcel kümmern sich um einen Reisebus, der auf dem Seitenstreifen auf der A61 bei Ludwigshafen liegen geblieben ist. Der Bus hat ein Loch im Kühlwassertank und kann nicht weiterfahren. Doch der Busfahrer sieht das anders und möchte Wasser nachfüllen. Ja, das ist wieder. Das ist jetzt auch wieder so eine typische Sache, dass sie jetzt wieder irgendwelche Ideen haben, die Fahrer, die hier vor Ort sind, wie sie relativ schnell und relativ kostengünstig mit den kaputten Fahrzeugen weiterfahren können. Ja klar, Kühlwasser nachfüllen, ja, mag ja sein, aber wenn unten ein Loch drin ist, läuft ja alles wieder raus. Also dann müssen wir halt von unserer Seite her die Weiterfahrt untersagen. Weil das können wir nicht verantworten. Immerhin, für die Fahrgäste geht es in Kürze weiter. Das Busunternehmen hat ein Ersatzfahrzeug geschickt. Der Busfahrer versucht jetzt mit Wasser den defekten Bus wieder flott zu machen, um zurück nach Frankfurt zu fahren. Also ich glaube, es sieht eher schlecht aus. Ich sehe es schon tropfen. Das wird nicht funktionieren. Der fährt jetzt hier weiter, dreht, fährt in die andere Richtung und bleibt in 5 Kilometer wieder liegen, Herr Leutmus. Also da muss jemand kommen, der es entweder fachmännisch repariert oder er muss wirklich einen Abschleppdienst kommen lassen und dann abschleppen lassen das Fahrzeug. Also es tropft vorne, aber bis Parkplatz Standstadt sollte er kommen. Ja, bloß dann tropft er da alles raus, das ist das Problem. Ja, jetzt ist es reines Wasser. Ja gut, ich meine, er kann ja auch einen Parkplatz reinfahren. Der ist ja nur eine Grund gesperrt. Die brauchen den Platz. Der kann da jetzt keine 2-3 Tage stehen. Wir machen es jetzt so, wir tun den jetzt bis Darmstadt begleiten. Ja. Der M fährt hinterher. Ja. Für den Fall, dass der jetzt in den nächsten 5-10 Meter wieder liegen bleibt.
die streuen dann auch in Darmstadt nochmal, da, wo er stehen bleibt, noch ein bisschen was ab. Ja. Und dann lassen wir ihn in Darmstadt stehen und dann soll er sich selber um den Abfalldienst kümmern. Jo. Ja? Ronny und Marcel entscheiden, der Bus darf noch wenige Kilometer bis zum nächsten Rasthof fahren. 100 Kilometer bis nach Frankfurt sind nicht mehr drin. Eine Entscheidung mit Augenmaß. Wir mussten ihn ja auch wegkriegen von der Fahrbahn, die Gefahrenstelle quasi beseitigen. Und das geht schneller, wenn er das halbwegs jetzt erstmal vor Ort geflickt bekommt, als einen Abschlepper zu rufen, weil der braucht mindestens eine halbe Stunde. So haben wir jetzt gebraucht, die 10 Minuten zum Wasser auffüllen und die 5 Minuten Fahrt. Dieser Einsatz ist beendet. Wenig später entdecken Ronny und Marcel einen LKW auf der A61, der zu dicht auffährt. Sie nehmen die Verfolgung auf. Moment, mal ein Foto. Nein, das ist. Und da bin ich jetzt nicht. Ach komm. Was ist denn das für Landsmann? Rumäne. Auf der Autobahn müssen Lastwagenfahrer mindestens 50 Meter Abstand zu den Fahrzeugen vor ihnen halten. Guck mal, ob du die Striche mit drauf kriegst. Ich hab Video. Ah, schon. Ja, ich habe jetzt das Handy mal rausgenommen, weil wegen dem Abstand. Der hatte vorhin, wo er an uns vorbeigefahren ist, einen relativ geringen Abstand zum Vordermann. Aber nachdem er uns gesehen hat, hat er den Abstand doch dann vergrößert. Den fehlenden Abstand können die beiden nicht zweifelsfrei nachweisen. Trotzdem wollen sie sich den LKW einmal genauer anschauen. Das Fahrzeug sieht interessant aus. Dann das mit dem Abstand war halt, der war wahrscheinlich kurz davor zu überholen. Genau, das war meine Vermutung. Er wollte wahrscheinlich, hat auf eine Lücke gewartet, dass links frei ist, dass er überholen kann. Aber gut, das, den Plan haben wir jetzt vereitelt. Und dann werden wir das Fahrzeug einer Kontrolle unterziehen. So, guten Tag. Eine Verkehrskontrolle. Kann man einmal den Motor ausschalten? Ah, super. Okay. Sprechen Sie Deutsch? No, Romania. Romania, ah, ist schlecht. Autoregistratur? Papier? Papierauto? Bislang eine Routinekontrolle. Als Ronny die Papiere überprüft, fällt ihm das erste Problem auf. Es ist natürlich zum sicheren Führen des Fahrzeuges nicht von Vorteil, wenn er da mit Socken oder mit nur so Latschen da rumfährt. Ne? Kann man leicht abrutschen und dann anstatt auf dem Gas von der Bremse abrutschen, wie auch immer. Und dann, ja. Okay. Chef, was ist hier mit Schuhe? Da? Ah, nee. Die richtige Schuhe. Wenn du Bremse drückst. Das Fahren mit Badelatschen oder auch eben mit Socken. Wird von Lkw-Fahrern gern gemacht, oft gemacht, gerade wenn es draußen wärmer ist. Sollte man nicht, weil einfach die Unfallgefahr dadurch steigt, wenn der Fahrer plötzlich auf die Bremse treten muss. Zum einen bringt er mit den Füßen selber nicht diese richtige Kraft auf das Pedal, als wenn er mit einem festen Schuhwerk darauf drückt. Und ist natürlich auch die Gefahr, dass er vom Pedal abrutscht. Und dann eben nicht bremst, sondern vielleicht noch aufs Gaspedal kommt und dann noch Gas gibt. Ja. Fahren mit Socken. Ein LKW, der etwas in die Jahre gekommen ist. Für Ronny keine überzeugenden Argumente. Technischer Zustand des Fahrzeugs natürlich, ja. Ich denke dem Baujahr entsprechend. Chef, ich brauche noch Registratur vom Auto, vom LKW. Vom Auflieger, hier. Dokumente? Ja, Dokumente, ja, Trailer. Währenddessen hat Marcel die Reifen kontrolliert. Auch er ist nicht begeistert. Also was auffällt ist zum Beispiel vom Profil her. Hier haben wir ja noch viel. Weniger. Fast glatt. Also gerade so an der Verschleißgrenze. Es ist noch genau das, was noch sein darf. Das sieht man auch hier. Das sind diese kleinen Nähte zwischendrin, diese Versatzhubbel. Das ist die Verschleißgrenze. Wenn das glatt ist komplett, dann ist er abgefahren. Soll er erst aufmachen oder soll er erst mal die Kappe? Soll er mal aufmachen, ja.
Can you open? Immer wieder gibt es Probleme bei der Ladungssicherung bei Lkw. Auch hier. Das sieht soweit gut aus. Also ein paar Spanngurte kann er nachziehen, aber ansonsten passt es. Die Anzahl passt, er hat Kantenschoner verwendet. Es sind hinten Gummimatten drunter. Was willst du mehr? Ronny findet noch weitere Ladungen unter dem Auflieger. Was ist denn das hier? Hier. Ja, Polster. Ja, nix. Da kann er hier. Ja. Machst du weg den Eimer. Weg. Es kommt öfters vor, dass wir eben gerade solche Sachen von der Straße, Spanngurte von der Straße räumen müssen. Ja, machst du weg? Eimer. Fällt der Eimer während der Fahrt vom LKW, kann das schlimm ausgehen. Doch der Fahrer ist einsichtig und kümmert sich darum. Ein Bußgeld verlangen Ronny und Marcel von dem Mann nicht, denn die Ladung an sich hatte er gesichert. Wichtig war mir, dass da die Gefahr beseitigt ist, dass eben nichts passiert. Ich sage immer Mensch bleiben. Er hat es eingesehen, dass das nicht in Ordnung war, wie es eben war. Und ich denke auch, er wird es in Zukunft dann berücksichtigen, dass er sowas eben nicht mehr dort deponiert. Das war auch nichts Gravierendes. Haben wir die Kirche im Dorf gelassen, wie es so schön heißt.